Ja, Grund für dieses Video ist, dass ich vor kurzem eine E-Mail eines Interessenten bekommen habe, in dem er monierte, dass auf den Videos, die bei uns auf der Internetseite sind, die Rasenflächen nicht besonders toll aussehen. Daraufhin habe ich mir die Videos mal näher angeschaut und es stimmt absolut. Ja, die Rasenflächen sind, oder ja, die Rasenflächen sind dort in einem ziemlich schlechten Zustand. Grund ist einfach der Zeitpunkt, an denen die Videos damals gedreht wurden. Alle wurden direkt im Frühjahr nach dem ziemlich langen und kalten Winter gedreht. Deshalb in diesem Video mal ein paar Rasenflächen jetzt im Herbst, so wie die Rasenflächen aussehen sollten. Den Beginn macht hier der Automower 230 ACX mit einem super Rasen. Ja, der Rasen ist bei meinem Automower-Spezialisten Herrn Hügle, ja, könnte man glatt neidisch werden. Man sieht hier auch den Eindruckvorgang des Automower 230. Ja, Herr Hügle hat hier die Ladestation separat noch befestigt. Ja, jetzt noch ein kleiner Rundblick über die Rasenfläche mit der Gartenanlage. Absolut gleichmäßig und wirklich ein toller Rasen. Ja, kommen wir zu meiner eigenen Rasenfläche. Auch hier sieht der Rasen ganz passabel aus. Ich habe den Mäher etwas höher eingestellt. Ja, die Schnitthöhe liegt bei so circa 4-4,5 cm. Dadurch kommt der Rasen ziemlich buschig rüber. Aber alles in allem gibt auch er ein ziemlich ordentliches Bild ab. Ja, und jetzt kommen wir zum neuen Automower-Familienmitglied. Ja, der 305er hat in diesem Jahr Premiere gefeiert und ist von den Stückzahlen her bei uns gleich auf die Top-Position gerückt. Auch hier sehen Sie eine klasse Rasenfläche. Die Grasnarbe ist durch das ständige Rasenmähen eben viel dichter als bei Rasenflächen, die mit einem normalen Rasenmäher nur wöchentlich gemäht werden. Ja, hier sieht man, wie er ganz kurz noch die Randsteine touchiert und dann in die andere Richtung abdreht. Des Weiteren kommt hinzu, sieht man hier vielleicht nicht ganz so gut, dass er jetzt eine Steigung rauffährt, die so circa 30% beträgt. Also für den Automower 305 auch kein Problem. Ja, ich hoffe, dass das Video auch die letzten Zweifel an der Qualität des Automowers und dessen Rasenschnitt beseitigen konnte. Wenn Sie in puncto automatische Rasenmäher weiter auf dem Laufenden bleiben wollen, dann abonnieren Sie einfach unten unseren Newsletter oder fordern Ihr ganz persönliches Sonderangebot an.